Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Leute, ich kann nicht aufhören, aufzunehmen. Ich habe bestimmt... Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Schon. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Ja. Ich habe jetzt schon, wollte ich sagen, aufgenommen für... Ey, Hühner! Wo ist aber mal Schluss hier? Jetzt wird hier nicht mehr rumgehühnert. Und ich kann sie nicht mal mehr ausweiden hier. Ja, ich habe jetzt schon für eine Woche oder so aufgenommen, weil ich einfach nicht aufhören kann, Tomb Raider zu spielen. Das ist irgendwie schräg. Aber wenn man erstmal drin ist in dem Spiel, dann... Ja, dann geht das schnell. Komme ich jetzt von da oder von da? Jetzt bin ich verwirrt. Geothermales Tal. Nein. Nein, dann war also doch da über diesen kleinen... Hier kam ich her. Die Akropolis. Genau. Oh Mann. Immer laufe ich falsch. So, dann gehen nochmal hier den Hang hoch. Genau. Hier wollen wir dann hin, ne? Alles klar. Alles klar. Gut. Balancier dich mal darüber. Da wäre ich ja fast in die Spalte hinabgefallen. So. Gehen wir dahin. Sieht voll schön wie immer aus. Ja, halte ich mal schön fest. Hoch oder runter? Ich glaube hoch. Wir gehen hoch. Wir klettern hoch. Mit unserem coolen grauen Thermoshirt. Die Akropolis. In die Akropolis. Betreten Sie die Akropolis. Jawohl. Oh, ich höre hier voll die Stimmen. Was ist hier los? Oh, hier kann man Lara so schön, schönes Screenshot von oben mal machen. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Hier können wir schwimmen gehen. Können wir auch tauchen gehen? Ja, können wir. Wow. Das hoffe ich auch. Dann gehen wir mal. Und da unten liegt eine Kiste, die wir öffnen können für unsere Waffen. Das ist schon cool jetzt, diese Fähigkeit durch unsichtbares hier so. Aber Spezialfalle wechseln, drücken sie wiederholen. Wo kommen denn die ganzen Stimmen her, mein Gott? Mit unserem Dietrich öffnen wir das. Wir brauchen ja Upgrades. Die kriegen wir damit. Teil, schwere Pistole, 1 von 4. Okay. Hier ist ein Lager. Ich will antworten, aber welche Wahl habe ich jetzt? Ich kann Trinity diese Leute nicht auslöschen lassen. Es gibt Grenzen, die ich vor langer Zeit überschritten habe, und es gibt kein Zurück. Kein Löschen der Vergangenheit. Sie ist immer bei mir. Ich muss ihnen helfen. Es ist klar, dass Jacobs Leute für ihn sterben würden und er für sie. Solche Loyalität ist selten. Und sie hier zu finden am Ende der Welt ist wirklich erstaunlich. Wenn ich für sie kämpfe, vertraut Jacob mir vielleicht genug, um mir alles zu erzählen. Vielleicht. Aber ein bisschen fanatisch ist Herr Jacob ja schon. Möchte zu dieser einen Kiste. Hier ist auch noch was. Oh Gott, nein. Oh doch. Unsere Vorfahren kamen auf der Flucht aus Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte. Aber sie überlebten und fanden dieses Tal.
Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte. Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst nur zuhören. Okay. Das war Hüter, Überlebenskodex. Jacobs Leute mussten sich nach dem Sturz Kiteshs neu erfinden, um zu überleben. Anscheinend schon. Okay. Ich will nicht zurücklaufen. Ich will aber auch nichts übersehen. Boah, krass, wie die hier liegen. Können wir noch irgendwie helfen? Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. Sie ist leer. Ja. Sie ist leer. Aber immerhin haben wir sie trotzdem gefunden. Sprachkenntnisse. Ich kann jetzt Griechisch der Stufe 6 übersetzen. Das ist cool. Jetzt können wir diese Ölkanne ja irgendwie benutzen. Und ich muss noch lernen, wie man diese Feuerpfeile irgendwie benutzt. Ah, okay. Der Hof ist klar. Was sollen wir mit diesem Gefangenen machen? Erlegt sie! Nicht schießen! Ja! Oh, erreichen Sie den Turm, infiltrieren Sie die Ruine und finden Sie Sophia. Oh. Mir ist übrigens im Nachhinein eingefallen, was ziemlich blöd ist, dass ich mit Sophia reden wollte. Sucht in den Tunnel nach einer Spur des Atlas. Oh, jetzt wird's schwierig. Alles töten. Wir haben Kontakt. Kann der mal sterben jetzt? Shit. Shit! Shit, 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 shit. Kann ich... Warte mal. Ja. Kann ich das nochmal machen? Kann ich den ganzen Kram bitte nochmal machen? Und zwar so, dass ich möglichst nicht entdeckt werde. Das wäre total toll. Ja, sehr gut. Das überspringen? Erlacht sie! Nicht schießen! Okay, nochmal das Ganze. Wie kann ich das denn mal am besten machen, ohne entdeckt zu werden hier? Und Bereich durchkämmen. Alles töten, was sich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Wir müssen Munition sparen. Oh, ich habe ein bisschen Schiss hier an der Stelle, muss ich sagen. Ich weiß nämlich gar nicht, wo die hier lang wandern. Und vielleicht wäre es cool, irgendwie schleichen zu können. Hoffentlich entdeckt mich keiner. Hier, das wäre zum Beispiel eine Idee. Ja, wenn der nämlich da lang geht. Dann entdeckt er mich gleich. Oh. Scheiße. Hör auf, mich zu entdecken. Shit, shit, shit. Feind entdeckt. Verstanden. Shit. Oh, shit. Sorry, Leute. Das war ziemlich gut eigentlich, aber ich glaube, jemand hat hinter mir gestanden.
einen verfehlt. Ja. Komm. Sei gründlicher. Wie ist unser Status? Sieht sauber aus hier. Was mache ich hier am besten? Sucht in den Tunnel nach einer Spur des Atlas. Okay, der geht da vorne lang. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was sich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn es geht. Wir müssen Munition. Du gehst da vorne lang. Okay, sehr gut. Kann der sich mal nach rechts drehen, der eine da? Nimm mal die Rauchbombe mit. Oh Mann! Hallo. Dann geht nicht mal weg. Waren das alle? Kommen noch mehr? Geschafft. Okay. Puh. Nicht beim ersten Mal, aber scheiß drauf. Gut. Jetzt können wir auch wieder alles einsammeln. Giftpfeile wären vielleicht noch eine gute Idee gewesen. Aber so im Eifer des Gefechts ist das Sturmgewehr einfach doch einfach schneller. So, vor allem wenn die dann auf einen Zug rankommen, genauso wie mit den Tieren. Ja. Ja, hätte es ja eigentlich genug gegeben, ne? Aber okay. Wir sammeln mal alles ein. Solange wir hier unsere Ruhe haben, geht das ja. So. Ja, das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Kannst du nochmal die herstellen? Okay, du hast alles. Wie sieht's aus mit... Wenn ich jetzt Giftpfeile wieder haben will, geht das denn eigentlich noch? Bestimmt, oder? Ja. Hm. Irgendwie nimmt sie jetzt automatisch die Feuerpfeile statt die Giftpfeile. Das muss ich noch rausbekommen. Habe ich jetzt langsam alle Leichen hier abgegrast? Was hängt denn da? Was ist das hier? Hä? Zerschießen Sie alle versteckten Funkgeräte. Aha. Okay. Also hier hängen Funkgeräte rum. Alles klar. Gut, dann schießen wir die mal runter. Zwei. Da ist ein drittes. Drei. Jetzt muss ich mal... Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich es schon runtergeschnitten habe. Hier wahrscheinlich schon. Hängt hier in der Ecke noch eins. Da wollen wir lang. Ich denke mal, hier sind noch irgendwo welche. Muss noch mal ein bisschen in die Ecken gucken. Da ist nix. Oh, man hätte hier so gut eigentlich sich verstecken können. Ich sehe es aber immer erst im Nachhinein. Funkgeräte. Wir sind Funkgerätsucher. Ja. Aber irgendwie finde ich keine mehr. Hängt hier eins? Nee. Ja, jetzt bin ich auf Suche von den Dingern. Jetzt will ich das auch schaffen. Na gut, gehen wir mal hier lang. Was ist jetzt hier los? Sie geht schon so gedrückt. Ich glaube, geizig gleich geht's weiter.
Können wir da vielleicht mal gegen den anschleichen? Ihr habt keine Zeit dafür. Oh oh. Der darf mich nicht sehen. Darum sind wir hier. Nur einen Moment. Komm jetzt, wir verpassen die Action. So eine Schleichattacke vielleicht mal. Noch jemand? Nee. Ja, toll. Wenn es zu spät ist, findet man das Scheißding. Sorry. Oh. Es ärgert mich immer, dass ich manches so im Nachhinein sehe. Aber ich habe zumindest an Feuerpfeile gedacht. Das mal vielleicht ein bisschen mehr auszukosten. In der Hoffnung, dass man dann irgendwie mehr Erfahrungspunkte oder sonst was bekommt. Gut, gehen wir weiter gucken, was es hier so gibt. Ratten, Ratten. Okay. Na? Keiner da? Da ist noch was in der Ecke. Ist unheimlich hier. Es erinnert mich an diese Gefängnisse aus 2013 Tomb Raider. Okay. Münzen? Münzen sind noch gut. Na gut. Oh, oh, oh! Shit. Hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Ahnung. Ich bitte alles, was sich bewegt. Geht's langsam. Augen aufhalten. Lebt er immer noch? Falls noch jemand kommt. Schon mal das Ding fertig gemacht. Munition, Munition, Munition. Okay. Sehr schön. Aber wir brauchen auch Pfeile. Haben wir noch. Sehr schön. So, jetzt bin ich hier gefangen, oder was? Nein, ich kann da vorne raus. Sehr gut. Okay, mein Freund. Du bist dran. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Und wenn wir dich weiter prüfen, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Gutes Argument. Wenn dir schlecht wird, rede ich einfach zur Wand rum. Okay, wir sollten helfen, wenn es geht. Ich würde sagen, Feuerpfeile. Ihr Feiglinge. Nein. Oh, ich gratuliere. Du kommst als nächstes. Da drüben! Feiglinge! Ich stehe unten!
Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Ich habe nicht gedacht, dass ich das schaffe. Erreichen Sie den Turm. Finden Sie das Munitionsversteck. Das war knapp. Ich war gerade dabei, mich zu heilen, und dann kam die Sequenz. Naja, gut. Da sind Pilze. Jetzt geht sie auch wieder gut. Mal geladen. Bring dich hier weg. Halt durch. Münze? Münzen? Es ist bald vorbei. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Gut, dann wollen wir mal. Da drüben versperrt. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich wollte auch eigentlich noch in dem Dorf mit Sophia sprechen. Das hätte ich vielleicht machen können. Ich weiß es nicht. Als sie da ihre Rede gehalten hat, das war noch vor dem Angriff von Trinity. Und da habe ich noch gar nicht mit ihr gesprochen gehabt, aber egal. Mal gucken. Lara, wir müssen irgendwie an der Blockade vorbei. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und dann, ja, schauen wir mal, wie es weiter hier geht. Ich war jetzt nicht so super gekämpft in diesem Part, aber ihr kennt mich ja. Gibt gute und schlechtere Parts vom Kämpfen her. Und Spaß macht es aber trotzdem. Ja, vielleicht sollte ich aber nicht mal nachts aufnehmen. Ich glaube, dann kämpfe ich immer ein bisschen schlechter und unkonzentrierter. Aber ich will keine Ausreden suchen. Freue mich, wenn ihr weiter vorbeischaut, reinschaut in Rise of the Tomb Raider. Ja, würde mich freuen. Bis dann!